Herzlich willkommen alle. Ich bin Wim Lievens aus Belgien. Bin hier eigentlich in Holland jetzt, wo ich ein Trading-Event habe. Und darum freut es mich natürlich, dass so viele Leute dabei sind. Und auch natürlich immer, dass die Technik ein bisschen funktioniert, weil das war ein bisschen spannend heute. Was will ich gerne tun? Zeige euch gerne mal eine Markteröffnungsstrategie und die fängt hier eigentlich an zu laufen. Ja, ich hoffe, Sie sehen das. Ich habe natürlich nicht viel Platz, aber das ist eine meiner Markteröffnungsstrategien, die ich sehr oft anwende im Nachmittag. Ja, das ist eine Strategie, die man auf Indizes, Aktien auch anwenden kann, sehr oft im Nachmittag, weil der Markt dann oft sehr beweglich ist. Ich lasse die mal laufen auf dem Hintergrund, habe die vollautomatisch eingeführt, ja, bin ich hier schon drin und lasse die schon auf dem Hintergrund laufen. Ich erkläre euch dann später in die Präsentation ein bisschen mehr darüber. Sie werden sehen, in meiner Trading-Philosophie hat alles zu tun mit Preisbewegungen, mit Volatilität und das ist hier so ein Beispiel. Ich habe ein paar Seiten, ein paar Folien vorbereitet für euch. Ja, will die dann mal präsentieren und dann später sehen wir, wie die Strategie abgelaufen ist heute Morgen. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie immer mich nachher kontaktieren via meine Website. Das ist sehr einfach, MyTradeClass oder wenn Sie andere Fragen haben. Heute Morgen geht es eigentlich nur darum, dass ich versuchen will, euch zu erklären, warum Preisbewegungen eigentlich das Wichtigste sind im Trading und weil man eigentlich, ich würde mal sagen, für 90, 95% damit arbeiten sollte und eigentlich diese Indikatoren, die man so oft gerne benutzt, eigentlich besser, ja, nicht zu viel beobachtet. Ich versuche euch zu überzeugen in die nächsten, ich würde mal sagen, nächsten 45 Minuten. Ihr habt auch schon verstanden, dass ich nicht aus Deutschland komme und darum ist natürlich mein Deutsch auch nicht perfekt. Ich hoffe, Sie vergeben mir das und ja, ich versuche euch maximal etwas mitzugeben. Für mich eigentlich die Trading-Philosophie bei mir ist, dass eigentlich Preis der einzige Indikator ist. Und auch das Handelserfolg, 20% Analyse und Strategie ist, aber das eigentlich das Trade Management 30% ist und natürlich die Disziplin, das mentale 50%. Und Sie haben das vielleicht noch gehört, aber eigentlich ist das eine sehr gute Nachricht, weil das bedeutet eigentlich, dass das Trade Management oder Money Management und diese 50% Disziplin, das ist 80% und darauf eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, darüber hat man eigentlich 100% Kontrolle. Und diese, ja, Analyse und Strategien und wo geht der Markt hin, ja, das hat. Darauf hat man keine Kontrolle. Man kann natürlich das lernen und vernünftig machen und das gibt uns dann einen leichten Vorteil, aber Wim, die mehr wird es Folie ist ja nicht. klein. Kannst du die noch ein bisschen größer machen? Weil das können wohl Ja, die aber dann Zuschauer sehe nicht ich sie nicht. erkennen. Moment, ich versuche mal so. Vielleicht Ist es so kannst du das besser? irgendwie. Ja, so ist besser. Ja, jetzt kann ich es nämlich auch sehen. Alles klar. Okay. Gut, weil ich habe hier das Bild Danke. auch von diesem guten Webinar, aber okay. Gut. Das ist schon mal sehr wichtig. Auch finde ich es sehr wichtig, dass man die ganze Sache so einfach wie möglich vorstellt, analysiert und traden, weil ein Tradeplan, was wenigen haben, gut auszuführen, ist sehr schwierig. Und darauf will ich auch nochmal zurückkommen. Ja, aber gut, lass uns weitergehen. Ich will noch etwas sagen über das Geschäftsmodell. Viele Leute verstehen eigentlich das Geschäftsmodell nicht, dass sie handeln.
Und ich will euch gerne meins geben, und das ist sehr einfach. Wenn ich 100 Trades mache, dann werde ich davon minimal 40 Trades verlieren. Ja. 55 bis 60% meiner Trades sind Gewinner. Aber wenn ich im Total, wenn ich alles zusammennehme, dann verdiene ich eigentlich nur echtes Geld mit 20, 25% meiner Trades. Und was meine ich damit? Und jetzt kommt natürlich, wie immer, meine Zentimeter. Wenn ich 1 Zentimeter riskiere und ich kann damit 3, 4 Zentimeter verdienen oder mehr, dann ist das für mich, ich würde mal sagen, ein guter Trade. Aber davon habe ich auf 100 Trades habe ich nur 20, maximal 25. Alles andere eigentlich ist nur Arbeit, und dabei kommt eigentlich ein sehr, mal sagen, neutrales Ergebnis raus. Kleine Gewinne, kleine Verluste, Break-even, nicht ganz aufregend. Aber um an diese gute 20, 25% Trades ranzukommen, muss ich da durch. Das geht nicht anders. Und hier habe ich das nochmals vorgestellt. Diese Erfolgsfaktoren finde ich ganz wichtig. Das Geschäftsmodell auch, muss man verstehen. Hier, da gehe ich alles vorbei, Angebot und so weiter. Das ist nicht für heute. Wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Lass uns jetzt mal, wir kommen zu Sachen. Erst der Preis, dann der Rest. Man muss verstehen, dass wir Daytrader, Amateure, Liebhaber, wie Sie das auch nennen möchten, wir haben eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell dann die Profitraders, weil wir traden mit 2 Lots, 4 Lots, manche na, ein bisschen mehr, aber eigentlich sind das ziemlich kleine Positionen, die wir kaufen und verkaufen auf ein, zwei oder dreimal, aber es bleiben immerhin kleine Positionen. Profitrader natürlich, die bauen sehr große Positionen auf oder wickeln sehr große Positionen ab. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und es sind natürlich auch diese Jungs, die Positionen oder Märkte bewegen. Und man muss natürlich verstehen, wie die denken, wie die handeln, um seinen Vorteil zu haben im Markt heute. Und manchmal wird es ein bisschen vergessen. Ich würde versuchen, euch da ein paar Sachen mitzugeben. Ich finde persönlich, dass man keine Indikatoren braucht, um einen Markt, einen Chart zu analysieren. Ganz einfach ein Chart reicht. Und da muss man eigentlich nur Preisbewegungen beobachten. Erkennen, und das kann man lernen, ob man da in einer Trendphase ist oder in einer Seitwärtsphase. Auch wissen, in welche Phasen im Markt es gibt und wo man sich jetzt befindet. Die wichtigen Preisniveaus erkennen und verstehen, was man damit tun kann oder muss. Was eine Fair Value Zone ist, ja, und was Akkumulation ist, Distribution ist. Was Kontrollpreise sind, was Exceed oder, ja, ich würde mal sagen, auf Deutsch, Übertreibungspreis, was das ist. Das sind Analysen, Beobachtungen, die man eigentlich ziemlich schnell machen kann und damit nur eine Frage beantwortet. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Habe ich einen Vorteil jetzt, um einzusteigen oder zu handeln, ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist, dann traden wir nicht. Wir traden nur, wenn wir da einen Vorteil haben. Es ist oft auch einen kleinen, leichten Vorteil. Man muss da realistisch sein, aber nur dann macht es Sinn. Ja. In Belgien ist es immer so, wenn ich vor 20 Jahren mit Trading angefangen habe, ja, da waren alle sagen, ja, das ist Zocken und das ist ein Casino und das ist und so weiter und so weiter. Und ja, ich finde eigentlich das Wort Casino finde ich sehr schön, aber dann will ich das gerne das Casino sein, ja, weil am Ende ein Casino hat einen leichten Vorteil.
Wenn Sie traden wie ein Casino, das bedeutet, Sie handeln nur dann, wenn Sie einen Vorteil haben, dann können Sie gewinnen. Verstehen Sie? Wenn Sie auch traden, wenn Bedingungen, ich würde mal sagen, neutral sind oder nicht günstig, dann wird es viel schwieriger. Das bedeutet, die ganze Analyse ist eigentlich darauf gebaut, um diese Frage zu beantworten. Das ist es eigentlich. Ich gebe mal ein Beispiel. Lass uns mal sagen, ich habe hier so wirklich Standard Chart rausgesucht. Sie können das auf 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, Stunden, Tagesbasis, Range Bars, Renko Bars. Sie können das auf jedem Chart, können Sie das umsetzen. Und ich versuche immer zu sehen, was ist der letzte Trend, der jetzt im Gang ist? Was läuft da jetzt? Hier zum Beispiel habe ich da einen Trendkanal in Orange gezeichnet nach oben, wo man ganz deutlich sieht, der Markt geht nach oben. Sie sehen da auch in die Mitte diese rote Linie, das ist der Kontrollpreis. Was ist ein Kontrollpreis? Das ist eigentlich eine Zone in die Trendbewegung. Die läuft irgendwo in die Mitte, nicht immer, aber wo sehr oft der Preis oder der Markt dreht. Und es ist ein sehr wichtiges Punkt. Warum? Weil ein Profi, der große Positionen aufbaut oder abwickelt, wird natürlich nach diesem Preis eigentlich beurteilt. Weil wenn er zum Beispiel in einem Aufwärtsmarkt unter diese Linie kauft, dann hat er gut gekauft. Wenn er natürlich mehr bezahlen muss und über diese Linie kauft, dann hat er eigentlich seine Arbeit nicht so gut gemacht. Und darum ist das so wichtig, ja. Darum auch, dass Profis oft kaufen, wenn der Markt nach unten geht, zum Beispiel. Natürlich in den Aufwärtstrend, aber das sehen Sie sehr oft, wo sehr oft Daytrader, die das, ja, ich würde mal sagen, versuchen zu Hause nach Indikatoren eigentlich ein bisschen den Markt hinterherlaufen. Und das, ich denke, wir müssen da versuchen, anders zu denken. Sie sehen da auch diese Boxen, ja, Nummer 1, das sind Fair-Value-Zonen. Was ist eine Fair-Value-Zone? Es ist sehr einfach. Man hat eigentlich im Markt zwei Gruppen. Hat Käufer, Verkäufer. Wenn die Käufer stark sind, geht der Markt nach oben, umgekehrt Markt nach unten. In der Fair-Value-Zone, was passiert da? Das ist eigentlich eine Zone, wo Käufer und Verkäufer sich einig sind. Die sagen, okay, der Preis vom Markt liegt ungefähr da. Das kann ja kurzfristig sein, langfristig sein, niemand weiß es. Aber solange, dass der Preis in dieser Zone liegt, ja, ist eigentlich für uns nicht so viel drin. Man muss das erkennen und sagen, Ola, aufgepasst, ich bin da in der Fair-Value-Zone. Da muss ich vielleicht warten, bis sich etwas tut, bevor ich trade. Ja, sehr wichtig. Dann auch noch so etwas. Ich habe es hier, ja, Überschusspreise oder Exceed oder Exzesspreise. Und das ist ein Klassiker. Lass uns mal sagen, Sie haben so eine Seitwärtsphase oder eine Fair-Value-Zone. Dann denken oft Trader, ja, der Markt ist jetzt seitwärts. Aber wenn der Markt ausbricht nach oben oder nach unten, dann wird es weitergehen. Und was macht man dann natürlich? Dann legt man da eine Order ein, Stop Buy, ja, Stop Kauf rüber oder Stop Verkauf nach unten. Und dann sagt man, okay, wenn der Markt dann nach unten kommt, bin ich eingetriggert. Das ist natürlich sehr oft eine Falle. Ja. Ich würde sagen, 75, 80% von die Fälle von der Zeit funktionieren diese Trades nicht, weil diese Orders werden nur abgefischt und dann wird der Preis wieder nach oben oder nach unten gedrückt und fällt wieder in die Fair-Value-Zone. Bitte passen Sie mit diesen Spielchen auf. Ich erkläre euch immer gerne, wie man eigentlich diese Ausbrüche besser handeln kann und wie man diese Falle vermeiden kann. Ja, okay. Was eigentlich passiert im Markt,
ist. Und das kann man beobachten in jedem Chart. Das ist, dass der Preis, der Markt sich bewegt von einer Fair Value Zone bis zu die nächste. So einfach ist es. Ja. Und man muss auch verstehen, dass 60% von der Zeit der Markt sich befindet in einer Seitwärtsphase. Und natürlich ist es oft so, dass viele Strategien, die es heute gibt, eigentlich Trendstrategien sind. Das bedeutet, dass die in 60% von der Zeit nicht funktionieren. Auch viele Indikatoren sind Trendindikatoren und die würden dann auch nicht funktionieren. Und darum ist es so wichtig, erst zu sehen, zu analysieren, bin ich hier möglicherweise in einer Trendphase und dann kann man eine Strategie aus die Tasche holen und traden. Wenn man in der Seitwärtsphase ist, lasst man besser die Finger davon. Nicht traden ist eine sehr wichtige Strategie. Hier noch etwas über diese Marktphasen. Ich hoffe, Sie haben schon mal davon gehört, aber bitte, das ist so wichtig. Viele Leute denken, dass in einer Fair Value Zone oder manchmal nennen das auch eine kleine Seitwärtsphase. Da ist noch ein leichter Unterschied, aber okay. Dass da nichts los ist. Dass eigentlich nichts passiert und ja, da passiert nichts. Das ist nicht immer so. In diese Fair Value Zonen hat man zwei Begriffe, die man sicher kennen muss. Das ist Akkumulation und Distribution. Akkumulation ist eigentlich, dass Kaufdruck aufgebaut wird. Und Sie können das sehr einfach erkennen, wo die Tiefs immer höher werden. Die Verkäufer schaffen es nicht mehr, der Preis ganz wieder nach unten zu drücken. Und langsam aber sicher wird da Druck aufgebaut. Auch nie vergessen, dass Profis manchmal Riesenpositionen aufbauen in diese Fair Value Zone. Warum? Weil die wollen Positionen aufbauen, ohne dass jemand anders das gemerkt hat. Natürlich, wenn zu viele Käufer da sind, früher oder später kann man ja sich nicht mehr wegverbergen, nicht mehr wegstecken und dann sieht man es. Aber das ist etwas, das muss man sehen. Man hat diese Akkumulationsphasen. Wenn man dann aus dieser Fair Value hinausbricht, hat man einen Aufwärtstrend. Wenn es nach unten ist, ist ein Abwärtstrend. Das sind Sachen, die man sehen muss. Das kann man einfach auf jedem Chart so sehen. Und dann kommt noch etwas. Auch wenn man kann jetzt reden, was man will. Ja, jede Plattform, jedes Instrument, jede Zeiteinheit oder Spanne, es macht eigentlich nichts aus. Ja. Man muss mit sehr einfach Trendphasen und Seitwärtsphasen erkennen können. Hier sehen Sie Trendphasen sehr einfach. Ja. Höheres Hoch, höheres Tief oder umgekehrt. Ja. Tieferes Hoch, tieferes Tief. Das kennen die meisten. Und wenn man so Märkte hat, schaffen die meisten es auch, um ein bisschen Geld zu verdienen. Die Probleme kommen natürlich hier, wenn man in Seitwärtsphasen kommt. Und da ist natürlich, will ich euch mal etwas zeigen. Es ist natürlich schön hier, und jetzt, das will ich mir mal, ich kann nicht sagen, ich habe keinen Zugriff, das ist schade. Aber okay, ich würde es versuchen, es zu erklären. Normal kann ich das einzeichnen. Aber Sie sehen hier, lass uns mal sagen, da unten das Bild. Ich kann sehr dir das schön geben, das ist kein Problem. Ich gebe dir das mal. Ja, Moment. Kannst du das aktivieren bei mir, dass ja, ich ein bisschen rum... Moment, da. Ja. Okay, kann ich? Jetzt. Nein. Ich versuche nochmal. Nein. Es ist nicht schlimmer, Stefan. Du bist jetzt Organisator, du musst jetzt eigentlich gehen. Nein, er will nicht. Kein okay. Problem. Lass okay. es so. Eigentlich, ich kann es mit meinem Cursor zeichnen. Eigentlich, was ich meine, ist, wenn man natürlich am Ende von so einer von diesen Seitwärtsbewegungen sagen würde, ja, aufpassen, nicht reden, Seitwärtsphasen, ja, das ist natürlich, ja, das ist nicht ernsthaft, weil dann ist es schon viel zu spät.
dann hat man schon 3 oder 4 oder 6 Mal verloren. Das geht nicht. Darum muss man diese Seitwärtsphasen muss man viel schneller erkennen. Und da gebe ich euch mal einen kleinen Trick. Ich benutze dafür die EMA, ja, 20. Wenn der Markt es schafft, um an beide Seiten von dieser Linie zu schließen, gehe ich davon aus, dass man in einer Seitwärtsphase ist. Und jetzt komme ich wieder mal mit Zentimeter. Ja, Sie können das umsetzen in jede Zeiteinheit, jede Spanne. Aber lassen wir mal sagen, der Preis liegt 2 Zentimeter über die EMA 20 und fällt dann, ich will mal sagen, 1,5 Zentimeter oder 2,5 Zentimeter runter. An dem Augenblick ist es für mich zu Ende. Dann gehe ich davon aus, dass ich in einer Seitwärtsphase bin und handle ich nicht. Dann warte ich, bis möglicherweise eine neue Trendphase beginnt. Und was bedeutet das konkret? Höheres hoch, höheres tief oder umgekehrt. Ja, sehr wichtig, oft sich aus diesem Markt rauszuhalten, wenn man in diese Seitwärtsphasen läuft. Hier bin ich in, ich würde mal sagen, meine Checkliste. Ich habe nicht die Zeit, heute da ganz durchzugehen, aber ich gebe euch mal eine Idee, was ich persönlich mache, was ich auch versuche, meine Trader-Studenten beizubringen. Das ist diese Basisanalyse mit Trendkanal, Kontrollpreis, Fair Value Zonen, Akkumulation, Distribution, auch mit die gleitende Durchschnitte, um zu sehen, okay, bin ich nicht in eine Seitwärtsphase, um das schon mal auszuschließen. Natürlich zeichnen wir wichtige Preisniveaus ein, Unterstützung, Widerstände, Vortageshoch, Vortagestief, Pivotlinie und natürlich die Big Numbers, runde Zahlen sind auch wichtig. Warum will ich die kennen? Ich will sehen, ob der Markt stark oder schwach ist. Liegt er am Vortageshoch oder drüber? Liegt er über seine Pivotlinie? Das ist wichtig, auch für die Einstiege. Wenn ich da einsteige, steige ich nicht zu nah an ein Unterstützung- und Widerstandsniveau ein. Verstehen Sie? Das sind Sachen, die will ich wissen. Und dann mache ich eine sehr einfache Analyse, eine Trendanalyse. Das war das letzte Bild, wo ich dann sehen will, okay, kann ich hier einen vernünftigen Einstieg machen? Das bedeutet auch, wenn man jedes Mal das hier beobachtet, hat man, und man respektiert das, hat man einen leichten Vorteil am Ende. Um zu sagen, hey, ich habe einen leichten Vorteil, das macht Sinn, und dann holt man eine Strategie aus die Tasche und man redet. Wenn nicht, ja, dann folgt eine sehr schwierige Strategie und das ist nichts tun. Damit haben viele Leute schwierig, aber gehört auch leider dazu. Ich will jetzt etwas sagen über meine Strategien im Allgemeinen und versuchen auch ein bisschen Struktur zu bringen in das Ganze. Sie wissen alle, es gibt unglaublich viele Trading-Strategien heutzutage. Ja, YouTube oder Broker, die da jede Woche werden neue Strategien erfunden und es ist alles wunderbar und neu. Ich will gerne versuchen, auch euch genau von das Umgekehrte zu überzeugen. Nach meiner Meinung gibt es eigentlich nur 4 Bewegungen im Markt. Und eigentlich kann man jede von diesen Strategien eigentlich unterbringen in eine von diesen 4 Bewegungen. Das bedeutet eigentlich, es gibt eigentlich nur 4 Bewegungen, die man handeln kann. Ja, das sind natürlich Trends. Das sehen Sie hier. Das ist Nummer 1. Das ist, man kommt aus einer Fair Value Zone. Das sehen Sie hier. Der Markt korrigiert und wir versuchen dann zum Beispiel die Korrektion zu handeln. Ist ein Klassiker. Da gibt es natürlich viele Variationen, aber eigentlich das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir sind in einer Trendbewegung, wir warten auf eine Korrektur und wir steigen da ein. Ob Sie das jetzt auf 1 Minute handeln, 5 Minuten,
ein Instrument oder das andere. Das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Seitwärtsphasen, ja, sind schwieriger zu handeln, aber sind eine Bewegung. Persönlich bevorzuge ich es, diese Zonen zu vermeiden oder sie nur zu handeln in sehr kleiner Zeit oder Spanne Einheiten. Nächste Bewegung oder die für uns wichtig ist, ist, wenn Unterstützungen und Widerstände getestet werden. Das ist natürlich ein Klassiker. Die meisten von euch kennt natürlich Doppel- oder Triple, was ist Bottoms oder Tops. Ihr kennt das alles. Aber das ist sehr wichtig und man kann die sehr schön handeln. Und dann natürlich, wie vorher schon besprochen, diese Breakouts, ja. Da würde ich sagen, aufgepasst. Ja, Breakouts sind sehr interessant, aber die muss man natürlich, denke ich, auf einem bestimmten Weg handeln. Ja, auch da sehe ich noch immer ziemlich viele Fehler, wie man das handelt. Ich würde es versuchen, heute auch schnell nochmal zu erklären, wo der Unterschied liegt zwischen einem guten und einem schlechten Breakout, wie man so viel wie möglich vermeiden kann, um da Probleme zu haben. Aber eigentlich, wenn man spricht über Price Action oder Preisbewegung, Trading, kommt alles zurück auf vier Preisbewegungen und versucht man, vor dass man da irgendwo eine Bewegung handelt, durch eine Analyse, eine Preisanalyse, nur eine Preisanalyse, das kleine Vorteil zu finden. Man versucht immer Seitwärtsphasen zu vermeiden, ja? Und da denke ich, ist die Basis. Ich persönlich, ich habe das aufgeteilt in 5 Strategien. Mehr sind es nicht. Trendkorrekturen, Fair Value Breakouts, Unterstützung, Widerstandstests, Impuls- oder Momentumbewegungen und Trendumkehr. Das sind die 5. Ja. Was ich mit den meisten von meiner Studenten mache, ist natürlich, wir gehen da durch. Aber für die meisten Leute, die spezialisieren sich eigentlich auf 1, 2, maximal 3 Bewegungen. Ja. Das reicht durchaus. Ja. Man kann das auch auf sehr viele verschiedene Zeiteinheiten und Spanneeinheiten einsetzen. Aber das sind die 5. Ja. Mehr habe ich nicht. Und dann will ich noch eins sagen über die Charts, die man benutzen kann. Die meisten Leute handeln mit Zeitcharts. 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten. Und dann, das ist doch perfekt okay. Damit ist nichts verkehrt. Ich würde auch persönlich sagen, alles, was über eine Stunde ist, über 60 Minuten, auch Swing Trading und so weiter, würde ich das persönlich auch am liebsten, trete ich auch am liebsten mit dieser Zeitcharts. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Die meisten von euch kennen natürlich auch diese Tick- oder Volumencharts. Das ist eine Möglichkeit. Aber man hat auch noch einen dritten Weg, eine dritte Möglichkeit. Und das sind Bewegungskerzen. Die meisten kennen wahrscheinlich Renko oder absolute Spannekerzen. Damit habe ich sehr lange gehandelt, habe dann auch meine eigene Kerze entwickelt, wo ich eigentlich 3 Kerzen übereinander programmiert habe. Die Renkos, absolute Spanne und Heikinashi-Kerzen aufeinander programmiert. Vorteil von dieser Kerze finde ich persönlich, dass es die Vorteile hat von diesen 3 Bewegungskerzen, weil die haben auch bisschen Nachteile und weil wir die kombiniert haben, hat das Vorteile. Aber was ist jetzt für Daytrading? Und jetzt spreche ich über Scalping oder Daytrading. Damit meine ich kurzfristigen Handel. Ja, das ist eigentlich das hat 2 große Vorteile. Das erste ist, wenn man mit Bewegungskerzen der Markt analysiert, dann sieht man einfacher Bewegungen und auch Seitwärtsphasen, weil viel Rauschen wird aus dem Markt herausgefiltert. Ja. Weil eine Kerze, eine Bewegungskerze, wird nur aus Bewegung aufgebaut. Zum Beispiel, wenn ich eine
Bewegungskerze auf dem DAX-Einsteller von 5 Punkte, dann ist es so, dass diese Kerze aufgebaut wird, wenn der Markt sich 5 Punkte bewegt hat. Das kann in 5 Sekunden passieren, aber kann auch 50 Sekunden dauern. Das bedeutet, nur die Bewegung wird angezeigt. Und das ist auch, was uns interessiert, weil wir können mit Zeit eigentlich, können wir kein Geld verdienen. Wir können nur mit Bewegung, wenn der Markt bewegt und wir treten, wir nehmen Bewegungen mit, so können wir etwas verdienen. Ja. Darum ist es so wichtig. Das bedeutet, dieses Schrottrauschen wird aus dem Markt gefiltert und damit können wir dann besser handeln. Anderes Vorteil ist natürlich auch, dass diese Kerzen natürlich immer die gleiche Größe haben und dass ich dann auch genau ausrechnen kann, wie viel Geld ist das eigentlich, dass wenn ich da einsteige zum Beispiel und ich stelle mich da ein unter, Sie sehen das Bild hier, so eine Triade, drei Kerzen, dann weiß ich genau, wie weit der Abstand ist und weiß ich auch, wie viel Geld das ist. Das kann man anwenden im Forex-Bereich, Indizes, Aktien, jedes Instrument. Aber dann weiß ich, es ist so viel. Ich trade, ich sag mal was, drei Lots. Okay, das sind 240 Dollar. Oder wenn man es mit kleinen Instrumenten macht, es sind nur 30 Dollar. Aber immer ungefähr, ich würde mal sagen, nicht auf 5 Dollar nach, aber immer der gleichen Betrag. Auch für die Betreuung von Positionen hat das einen riesen Vorteil. Warum? Weil, wenn man mit Zeitkerzen handelt, ja, eine Kerze kann sehr groß sein, ja, sehr lang. Und dann steht eigentlich der Stop ziemlich weit weg. Das Problem hat man hier nicht. Die Einstiege und die, ich würde mal sagen, die Positionsbetreuung ist eigentlich, ich würde mal sagen, präzise. Ja? So, das wollte ich euch nochmal gerne mitgeben. Hier, klick da nochmal und ich gehe jetzt mal durch die Strategien. Trendkorrekturen, das kennen die meisten, aber ich zeige das immer lieber visuell. Da oben haben Sie die gute, unten die schlechte. Und was ist so wichtig? Sehr oft ist es so, dass Trendkorrekturen, dass die zurückkommen auf die EMA 20. Wenn natürlich die EMA 20 oder die Zone von die EMA 20 noch zusammenliegt mit anderer Unterstützung, Widerstandslinie oder ein Pivotpunkt oder eine runde Zahl, ja, dann natürlich ist das Signal noch stark. Ja, ich will nur versuchen, mal schnell zu überlaufen, wie das so aussieht. Breakout, Breakdowns, das will ich euch gerne mal erklären. Lass uns das kleine Bild nehmen, links oben. Ja, und ich kann hier nicht einzeigen, ich werde es nochmal versuchen. Nein, er will es nicht. Sie sehen hier sehr deutlich Akkumulation. Da ist ein Tief, höheres Tief, höheres Tief. Hier ist die Linie und das ist dann eigentlich ein Ausbruch. Und dann kann man sich fragen, ja, die Leute fragen dann immer, ja, Wim, ja, wo muss ich jetzt kaufen? Da kommt ein Ausbruch, wo kaufe ich? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich denke, da gibt es nur eine Möglichkeit, die nach meiner Meinung viel schlechter Trades vermeiden kann. Und ich erkläre, warum. Viele Leute werden versuchen, wenn die denken, dass es ausbrechen will, die kaufen eigentlich direkt. Die antizipieren eigentlich, dass es da einen Ausbruch geben wird. Das würde ich persönlich nicht machen. Warum? Weil niemand kann wissen, ob es jetzt noch 2 Minuten dauern wird oder 2 Stunden, vor dass diesen Ausbruch wirklich passiert. Er kann auch nicht passieren. Ja. Darum würde ich nicht tun. Anderen würden sagen, ja, Wim, ich stelle da meine Order ein, genau über diesen Ausbruch, da stelle ich es ein und wenn der Markt dann aufbricht, dann bin ich dabei und nehme ich die Bewegung mit. Das ist
eine Möglichkeit, aber auch, wie ich schon sagte, nicht ungefährlich. Warum? Weil viele von diesen Ausbrüchen sind falsch. Die werden, diese Stops oder diese Order werden abgefischt und der Markt fällt wieder zurück. Diese Leute werden dann ausgestoppt und das war es dann wieder. Und dann ist es auch möglich, dass 5 Minuten oder eine Stunde später der Markt trotzdem nach oben geht. Aber wenn sie so 2 oder 3 Mal verloren haben, dann oft nach das dritte oder vierte Mal spielen sie nicht mehr mit. Das ist, denke ich, wirklich nicht der beste Weg. Andere Möglichkeit wäre, wenn der Markt ausbricht und da wird ein neues Hoch eingestellt, dass man da seine Order einstellt, seine Stop-Kauforder. Und dass eigentlich, wenn dieses Niveau ausgenommen wird, dass man da einsteigt und dass das eigentlich eine Bestätigung ist, dass diese Fair-Value-Zone oder diese Balance-Zone jetzt definitiv hinter uns liegt und dass der Markt jetzt tatsächlich ausgebrochen ist. Das ist nur ein Beispiel von, es ist natürlich eine Sache von einer Strategie zu verstehen, aber es gibt natürlich auch viele Sachen, Kleinigkeiten auch, die man kennen muss, um die genau gut zu spielen. Aber das wollte ich euch mal mitgeben als Beispiel. Ja, ich habe nicht zu viel Zeit. Ich will da noch ein paar Sachen zeigen und da will ich auch noch mal auf die Plattform gehen, um auch da noch ein paar Sachen einzugeben. Ich habe hier natürlich noch andere Bewegungen. Das ist eine von meinen Lieblingsbewegungen. Bewegungen sind Momentum Trades oder Impulsbewegungen. Und die tradet man, ich denke, die kann man eigentlich nur traden mit Bewegungskerzen. Die kann man, das ist so eine Strategie, das wird viel schwieriger, um das mit Zeitkerzen zu handeln. Da braucht man, denke ich, diese Bewegungskerzen, weil man da genau manchmal sehen kann, dass es noch kleine Verzögerungen oder kleine Korrekturen gibt, wo man noch einsteigen kann. Wenn man das beobachtet auf Zeitkerzen, sieht man sehr oft nur eine riesengroße Kerze und ja, dann kann man nicht mehr einsteigen und ist man oft nicht dabei. Ja, das wäre das. Wie wird das eigentlich gemacht? Da wird eigentlich beobachtet, einmal, dass der Markt losgeht, dass da eigentlich die Bewegung am Anfang ist, um ob da noch genug Platz ist, um überhaupt einzusteigen. Das wird sehr oft so gemacht, wenn der Einstieg noch gemacht wird vor das letzte Hoch oder wenn es nach unten ist, Short, vor das letzte Tief, dann steigen wir da noch ein mit unseren Bewegungskerzen, aber anders lassen wir es. So, okay, nur ein paar Sachen, um da noch mitzugeben. Hier, das wollte ich euch gerne mal noch mitgeben. Das sind Sachen auch, und das, ich trade jeden Tag noch 3 Stunden, nur mit anderen Leuten zusammen. Die Leute gucken mir über die Schulter oder ich schaue sie über die Schulter. Ich denke, das ist der einzig guten Weg, um das zu lernen. Ja, das ist wie Radfahren oder Schwimmen. Man muss üben. Aber die Fehler, die ich am meisten sehe, die immer zurückkommen, das ist, dass man handelt, wenn kein Trend da ist, was ich vorher gesagt hatte, in eine Seitwärtsphase. Und dass man eigentlich da ja Trades macht, die man eigentlich nicht machen sollte. Ja. Einsteigen in die Nähe von Unterstützung und Widerstandszonen. Erinnern Sie sich, ich hatte da am Anfang, ja, wir lachen immer ein bisschen damit, aber 1 Zentimeter riskieren, um 3 Zentimeter zu verdienen, das ist schön. Aber die 3 Zentimeter natürlich, ich muss genug Raum sehen auf dem Chart, um diese 3 Zentimeter zu erreichen. Was meine ich damit? Wenn ich da direkt gegen eine Unterstützung oder Widerstandszone handle, ja, dann ist diese 3 Zentimeter nicht drin
Und dann lasse ich es besser so. Darum auch, das ist auch ein Fehler, kommt oft vor. Dann der Schlimmste, das ist wirklich, das, ich würde mal sagen, ein von, ja, schwierigsten Herausforderungen für jeden Trader. Das ist, ja, das FOMO-Syndrom, die Angst, nicht dabei zu sein und eigentlich die Angst, etwas zu verpassen und eigentlich viel zu viel handeln. Ja. Und das ist gefährlich, ja, das muss man vermeiden. Und darum ist diese Analyse, diese Entscheidung, sind die Bedingungen günstig, ja oder nein, ist die so wichtig? Und das muss stehen wie ein Haus. Und dann natürlich muss man das 100% einfach umsetzen und nicht aus dem Bauch raustreten und treten, wenn man Lust hat. Das ist eine sehr teure Hobby. Noch etwas, das ich sehr oft sehe, ist, dass man eigentlich vielleicht ein bisschen Angst hat, um einzusteigen und da zu spät einsteigt. Ein anderes Problem da auch ist, dass man oft mit Indikatoren handelt, sich vertraut auf Signale von Indikatoren und was dabei rauskommt sehr oft ist, dass man zu spät eingestiegen ist. Ja? Und bitte beobachten Sie das mal mit diesen Indikatoren. Es ist sehr oft so, dass wenn Sie in Vergangenheit schauen auf Indikatoren und Signalen, das ist irgendwo ein bisschen ein optisches, ich würde sagen, Betrug eigentlich. Schauen Sie bitte mal auf ein Signal vom Indikator und nehmen Sie Ihren Handy und nehmen Sie ein Foto, genau wenn das Signal passiert. Und sehen Sie, schauen Sie sich an, wo der Preis dann schon ist. Sie werden sehen, der Preis ist dann eigentlich schon sehr weit gelaufen. Und dann rechnet das Geschäftsmodell sich nicht immer so. Darum nochmal mein Aufruf, bitte versuchen Sie auf Preis zu handeln und nicht auf Indikatoren. Ein anderer Fehler, den auch noch immer sehr ist, dieses Zocken mit Nachrichten zum Beispiel oder wenn man denkt, dass ein Instrument, ein Markt sich in eine bestimmte Richtung bewegen wird, ist eigentlich ziemlich gefährlich auch an diese Zeiten zu handeln, weil manchmal macht der Markt da sicher verrückte Sachen. Die Ausführungen sind dann auch nicht mehr, ja, nicht mehr top und damit muss man aufpassen. Darum auch immer meine Philosophie zu traden, was man sieht und nicht zu traden, was man hofft oder denkt oder was der andere gesagt hat. Nein, versuchen Sie zu traden, was Sie sehen. Will euch gerne hier noch ein paar Sachen und dann gehe ich zur Plattform mitgeben. Wenn ich vor 4, 5 Jahren mit dieser Ausbildung ein bisschen angefangen habe, ja, war eigentlich, ist doch immer ein Hobby eigentlich von mir. Und ich habe viele hunderte Trader jetzt gesehen. Und wenn ich euch sage, dass ich denke, nicht 2 oder 3% haben ein vernünftiges Tradingplan. Und das ist kein Plan von 80 Seiten. Das ist ein einfaches, strukturiertes, konkretes Plan. Ich würde sagen, 2 Seiten, wo man, und ich habe so verschiedene Beispiele, mit 15 Fragen zum Beispiel genau aufschreibt, was ist jetzt mein Plan? Und wenn, ob Sie jetzt Swingtrader sein, Sie haben noch eine Arbeit am Tag oder Sie sind Scalper oder Sie können nur am Nachmittag handeln oder nur am Abend. Sie brauchen einen Plan. Das einfach mal festzustellen, das ist mein Risikoprofil, so will ich das machen. Dann steige ich von live auf Demo, dann von Demo auf live. So viel Geld will ich am Tag maximal verlieren. Das sind meine Ziele, wie beim jedem Geschäft. Das fehlt ein bisschen. Auch was oft fehlt, sind sehr einfach, das dauert 2 Minuten jeden Tag, um ein vernünftiges Tagesbuch zu führen. Eine Buchhaltung. Wie läuft es? Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Was muss ich verbessern? Woran muss ich arbeiten? Und so Schritt für Schritt weiterkommen.
Das sehe ich zu wenig und würde euch wirklich raten, da zu arbeiten. Gib noch ein paar Tipps und dann geht es zur Plattform. Bitte eine strukturierte Analyse, Schritt für Schritt, um die Frage zu beantworten, ja oder nein. Bedingungen günstig oder nicht? Wenn nicht, nicht reden. Nicht reden ist auch eine Strategie. Ja. Cash ist auch eine Position. Bitte nicht vergessen. Versuchen Sie sich auf ein, maximal drei Strategien, versuchen Sie sich da zu spezialisieren. Man kann nicht alles machen, ist auch nicht nötig. Ich würde sagen, das Zauberwort hier ist weniger. Weniger Instrumenten, weniger Trades, weniger Strategien, weniger Indikatoren, weniger. Ja? Unter die emotionale Schmerzgrenze handeln. Was meine ich damit? Meine erste Frage ist immer, wie viel können Sie drei oder viermal hintereinander verlieren? Wenn das zum Beispiel, ich sag mal was, 50 € ist, ja, natürlich macht das keinen Spaß, um dreimal hintereinander 50 € zu verlieren, aber passiert, ist so, gehört dazu. Und okay, wenn Sie dann cool bleiben und Sie machen keine verrückten Sachen, wo Sie Positionen verdoppeln oder da mal richtig loslegen, dann ist das okay. Aber bitte handeln Sie nicht mit 150 oder 200 €, wo Sie Nervous Breakdown haben nach zwei Verluste und dann ja, Sachen tun, die Sie eigentlich normal nie tun würden. Ja. Passen Sie damit auf, darum bleiben Sie immer unter diese emotionale Schmerzgrenze. Und wenn das Vertrauen wächst und Sie machen Fortschritte, dann kann diese Grenze nach oben gehen. Aber es hat keinen Sinn, sich da, ich würde mal sagen, unnötig zu belasten. Das Money Management habe ich heute nicht so viel drüber gesprochen, aber da würde ich sagen, finde ich es sehr wichtig, dass man skaliert, dass man am Anfang sicher in verschiedene Stufen aussteigt. Warum? Das ist emotional viel einfacher. Und dann ist es auch für viele Leute, viele Trader einfacher, das Money Management zu respektieren. Weil Money Management ist keine Analyse-Sache, ist keine Beurteilungssache. Money Management ist nur Ausführung. Man hat sich entschieden, für eine bestimmte ja, Positionsbetreuung oder Money Management. Und dann ist es Sache, die ohne Ausnahme konsequent auszuführen. Das ist die einzige Arbeit, die wir dann haben. Es ist nur eine Arbeit, nur Ausführung. Ja. Aber darum ist es wichtig, ein bisschen zu skalieren und dann ohne Ausnahmen das umzusetzen. Und bitte, letzter Tipp. Trading ist ein Geschäft. Zocken, das ist für das Casino. Und Sie wissen, wie das abläuft. Das geht selten gut. Ja? Sie können diese Folien auch immer bekommen. Sie können mich da kontaktieren und kommen Sie auf mich zu. Ich bin gerne bereit, auf alle Fragen, da alle Fragen zu beantworten. Ist auch alles kein Problem. Und wir gehen hier mal auf unsere Plattform. Sie sehen hier, das läuft. Da ist nichts los heute Morgen, leider. Das ist hier eine vollautomatische Strategie, basiert auf Bewegung. Und eigentlich ist es so, dass ich da einen Markteröffnungskanal eingezeichnet habe. Und wenn der Markt nach oben ausbricht, kauft das System. Und wenn der Markt nach unten ausbricht, verkauft das System. Da, wo ich am meisten dieses System, ich hatte ja heute natürlich um 9 Uhr, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mache diese Strategie jeden Tag auf amerikanische Aktien. Apple, Amazon, Netflix, das sind so die Instrumente, weil die sehr volatil sind bei der Markteröffnung von 15:30 Uhr und da kann man sehr schöne Bewegungen mitnehmen. Das Prinzip ist immer das gleiche und ich habe nicht die Zeit, heute das zu erklären. Aber Sie sehen hier das zentrale Band, das hier einen halben Zentimeter ist.
Das ist mein Risiko. Ich riskiere einen halben Zentimeter, um 2 Zentimeter oder 7 Zentimeter zu verdienen. Da liegt das Geschäftsmodell. Gelingt mir das immer? Natürlich nicht. Wie ich vorher schon sagte, 20, 25% von dieser Trade läuft wirklich gut. Und damit verdient man dann eigentlich auch das Geld. Alles andere ist eigentlich nur Arbeit. Jetzt will ich nochmal etwas zeigen, was ich eigentlich da meinte, über eine einfache Analyse herzustellen. Ja. Ich lade ein bisschen mehr Daten ein. So, hopp, Daten werden geladen. Okay. Jetzt, wenn ich hier einen Kanal einzeichne, ja. So. Das kann man auch wirklich auf jedes Instrument machen. Ich weiß es hier, okay. Ich versuche das so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu machen. So, sehen Sie, versuche maximal da Preis einzuzeichnen. So, dann versuche ich hier auch mal meinen Kontrollpreis einzuzeichnen. Ja, ist nur ein Beispiel, ja. Habe ich hier gestern im Seminar auch gemacht. Habe nicht viel Platz, aber wir kriegen es schon hin. Wenn ich das hier beobachte, hier, dieses Kanal, und lass uns mal sagen, heute Nachmittag will ich Apple handeln in 60 Minuten oder eine Dimension kleiner. Das wäre dann 10 oder 15 Minuten. Hoffe ich, dass Sie sehen, dass ich das nur nach oben handeln würde. Ich würde dann Strategien aus die Tasche nehmen. Kann eine Korrektur sein, kann ein Impulstrade sein, aber ich würde nur nach oben handeln, weil die Analyse hier sagt, das geht, da ist mehr Platz nach oben, die Richtung ist nach oben. Und kann es auch noch einfacher vorstellen. Und immer, die Leute müssen immer damit lachen, wenn ich das mache. Die Linie. Ja, da sage ich, aber Wim, hier steht nichts drauf. Und dann sage ich, ich kann es leider nicht einzeichnen, aber seht hier, wo mein Cursor ist. Das ist eine Fair Value Zone. Seht ihr das? Das ist eine Akkumulation. Das ist ein Ausbruch. Hier ist wieder eine Fair Value Zone. Hier ist wieder ein Ausbruch, Korrektur. Hier ist wieder eine Fair Value Zone. Hier ist ein Exzesspreis. Hier ist auch noch ein Exzesspreis. Hier unten. Hier wieder eine Fair Value Zone, ja, mit hier fast der Ausbruch. Verstehen Sie? Das ist, ich denke, einmal, dass man auf so einfach mit einer Linie, ja, kann das natürlich auch mit normalen Kerzen machen. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Information hier steht. Ja, ist unglaublich. Und das versuche ich eigentlich, die Leute beizubringen. Ich Wenige. habe noch mal zwei Fragen. Ja. Und zwar, das eine ist, ein Teilnehmer fragt hier, handeln in Zentimeter. Wie viel Zentimeter macht denn Apple so am Tag? Das hängt damit zusammen, wie groß mein Bildschirm ist. Jetzt bin ich hier auf mein MacBook, aber zu Ja. Hause, ja, ich würde mal sagen, das erste Ziel liegt auf 3 Zentimeter und das Okay. letzte Ziel, würde ich sagen, liegt auf 30 Zentimeter. Aber der Punkt ist natürlich, ich sage immer Zentimeter, weil das Geschäftsmodell muss nach meiner Meinung immer so sein, dass man, wenn man 100 € riskiert, muss man immer versuchen, minimal 250, Ja. 300 mitzunehmen. Und darum habe ich natürlich immer dieses Zentimeter benutzt, weil Anfänger, ein Zentimeter kann auch nur $20 sein, zum Beispiel. Das geht auch natürlich. Also damit es Aber dann kein teures Hobby wird sozusagen, sondern wirklich auch nein, was nein, man. nein. Aber der Punkt ist, wirklich, ich muss diese Zentimeter sehen. Das bedeutet, ich muss in meine Setups, wenn ich einsteige und ich weiß, dass ich mit meiner Triade und mit meiner Bewegungskerzen 1 oder 2 Zentimeter riskieren muss, dann muss ich diese 6 oder 10 Zentimeter auf dem Chart sehen und sehen, da kann er hin.
Alles Wenn klar. ich das aus meiner Analyse nicht rausgehe, dann gehe ich diesen Trade nicht ein. Ich glaube absolut nicht an Trades, wo man 100 Euro riskiert, um 100 Euro zu verdienen. Ich denke, im Ende, das bringt nichts. Ja, ist richtig. Noch eine Frage vom Teilnehmer. Wenn deine Seminare, sind die nur für Kurzfrist-Trader, also für den Kurzfrist-Trade-Bereich gedacht oder auch für Trades über mehrere Tage? Nein, die Basis ist immer die gleiche und ich muss sagen, 40% von meinen Studenten handelt langfristig. Das Okay. bedeutet Stunden, 4 Stunden, Tagesbasis. Vielen hier, ich bin jetzt in Holland, in Utrecht, und da hat man sehr oft auch Leute, die Optionen machen und so weiter. Okay. Das Prinzip von dieser, ich wollte mal sagen, dieser Marktbeurteilung, diese Chartbeurteilung ist ähnlich für alle Zeiteinheiten. Und ich auch die 3 erste Jahre meiner Karriere habe ich auch noch gearbeitet. Und ich war Swing Trader. Ne? Ich war kein Day Trader damals. Ja, natürlich. Ich habe nur Ja klar, Positionen auf wenn du verschiedene deine Tage Arbeit gemacht. ist, dann hast du die Zeit ja dafür nicht. Das ist Nein, richtig. natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Ja, so viele Leute. Hat mich gefreut. Wünsche euch allen einen sehr schönen Tag hier aus Holland und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao, Wim.